Und hast du dich erholt von dieser Nacht? Morgen bekommst du diesen wunderschönen neuen Vlog. Wir haben noch mal ein bisschen geschlafen. Nimm das auf. Ich weiß es auch gar nicht, vielleicht ist das hier sogar der letzte oder vorletzte Vlog. Das kann ganz gut sein, sage ich mal. Ja, es wird auf jeden Fall interessant werden, was wir auf der Reise noch so erleben werden. Es werden viele verschiedene Dinge geschehen. Ja, Leute, wie sieht der nächste Spotlight? Hey, sag nicht, bitte nicht das, was du immer sagst. Bruder, was? Was nicht? Was? Der redet mit mir, als wäre ich geistig behindert oder 4 Jahre alt. Was nicht so? So, Freunde, sagst du immer. Ich sag nicht so, Freunde. So, Dicker, Freunde. Also, wir sind jetzt den ganzen Tag gefahren. Wir haben ein bisschen umgeplant, sag ich mal. Wir fahren morgen nochmal nach Malmö rein und werden uns nach dieser Horrornacht, wie ich im letzten Vlog, Alter, falls ihr nicht gesehen habt, check this out. Nee. Ich glaube, das war ein Schuss. Es ist gerade so scheiße. Die andere Sache ist, dass da rechts ein Fuchs gerade ist. They already reported many cases of sheeps getting killed there. Bro, warum sind wir so dumm? Sollen wir zurückgehen? Jetzt mal ehrlich. Nein, Digga, zurück ist zu risky. Wir sind wirklich komplett gerädert, aber dafür haben wir jetzt den schönsten Spot, glaube ich, der ganzen Reise gefunden, gefühlt, Alter. Es ist krass, man darf tatsächlich hier mit dem Van nicht campen. Allerdings ist es in Ordnung, wenn man hier übernachtet. Wir sind noch nicht die einzigen Deutschen, wie man sieht. Ich hoffe, die stellen sich jetzt nicht neben uns, weil wir werden nämlich jetzt die ganze Nacht raven und snooze nehmen, bis der Arzt kommt. Werden wir natürlich nicht, alles gut, ne? Du musst eine geile Kamerafahrt machen, wenn ich hier oben liege, okay? Weil das nämlich dann... Das ist ja verrückt. Geil! Leute, ist das nicht krass? Check this out, Mann. Also wirklich, ein kompletter Strand. Hier ist es erlaubt, wie gesagt, zu nächtigen, allerdings nicht zu campen. Das heißt, kein Müll, keine Stühle aufzubauen, nicht zu grillen. Da wir aber alles im Camper haben, ist das hier sehr entspannt. Hier sind noch, wie gesagt, ein paar andere Wohnmobile. Die Nachbarn tolerieren das wohl soweit. Der krasseste Spot, den wir bis jetzt hatten, oder? Also, Digga, jetzt hier diesen Sonnenuntergang zu sehen. Wir werden uns jetzt schön ein Bierchen aufmachen. Morgen fahren wir, wie gesagt, nach Malmö. Da werden wir eine alte Bekannte wieder treffen. Ja, Digga, ich würde sagen, wir checken einfach, was der Tag noch so bringt, die Nacht. Hä? Ich werde gleich noch ganz entspannt kochen und morgen heißt dann leider schon Abschied nehmen von Schweden. Dann geht es nach Dänemark, dann geht es nach Hamburg zu Trimax nochmal und dann ist unser Trip leider schon vorbei. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die ganzen Van-Trip-Videos fandet und ob ihr findet, dass man sowas eigentlich mal öfters machen sollte. Aber ja, ich würde sagen, jetzt wird erstmal gekocht und ein bisschen Abschluss-Rave, oder? Bis denn. Digga, ich habe richtig Bock, mich hier auf das Ding draufzustellen, oben so drauf zu tanzen, weißt du? Wenn ich runterfalle. Hallo? Wohin? Ja, fick, komm, fick. Hey, fick dich, komm, fick dich. Ja, was ist denn los? Was ist denn los? Kriegst du gerade wieder keine... Ah, die Drohne, ne? Ja, ja, die hassen wir. Die hassen wir, die Drohne. Hassen wir die Drohne? Ja, wir hassen die Drohne. Oh, die hassen wir, die Drohne. Ja, die ist so scheiße, die Drohne. Es ist echt eine krasse Reise gewesen, Mann, wirklich. Also, wir haben nur minimals wenig von Schweden gesehen, allein die Küstenregion. Ja, jetzt bist du auf einmal wieder artig, ne? Die Küstenregion, super, super schön, Mann. Hey, lang nicht mehr so happy gewesen, muss ich ehrlich sagen. Das hier ist gerade nochmal wirklich ein richtig schöner Sundowner. Also einfach nur fucking enjoyable. Ich bin auf Malmö gespannt morgen. Ich war ja schon mal mit den Jungs beim Nordtrip da und mit Jody damals. Das war auf jeden Fall eine ganz coole Stadt. Ich bin mal gespannt, was da morgen so abgeht. Ich denke mal, wir werden noch versuchen, ein kleines bisschen was shoppen zu gehen. Ein Kloppen Butter in die Nudeln, oh yeah! Ein Kloppen Butter in die Nudeln, oh yeah! Und ich habe keine Freundin und ich bin sehr einsam. Bitte helft mir doch, meldet euch doch auf Instagram. So, wir haben uns jetzt Uber gecatcht. Julia ist auch da. Und wir gehen jetzt was essen. Wir haben uns ein nice Restaurant rausgesucht und wir werden actually einen Tesla abholen, was pretty nice ist. Weil, also ich glaube, in Köln gibt es 2 Uber-Fahrer, die einen Tesla haben. Und die muss man extra ordern. Das ist dein Problem, Bro. Und hier ist das scheinbar eine Normalität. Das ist, also es gibt ja sau viele elektrische Autos. Das ist sau geil. Finde ich sehr, sehr cool. Oder, Tobi? Das ist das erste Mal im Tesla jetzt, ne? Aufregend, ne? Freust du dich? So, wir haben unser Essen bekommen. Okay, try to get what I'm saying, right? Okay. Okay. So, wir haben also unser Essen bekommen und es sieht extrem gut aus. Hier gibt es sehr gutes Essen. Wir hatten Edamame, wir hatten Chips, wir hatten Hummus. Anything what I'm saying? Yeah. Okay, so you said what you had. We came to a restaurant. No, you said, you asked him what he has. No. He says he has a steak. Yes. Yeah, and then you asked what's the problem to your dog. Yes. Yeah. You're good. I understand. Okay, wir essen jetzt. I'm German. 100%. Wir essen jetzt und dann geht es noch in eine Bar, aber ich glaube, dann nehmen wir euch nicht mit, weil das sind ja wieder Szenen, die keiner sehen will. Und dann kriege ich wieder einen Strike auf das Video, wenn ich wieder irgendwo hinkotze und pisse. Und das lassen wir dann einfach. Oder an der Stelle. Wir essen jetzt. Guten an der Stelle, ne? Guten. We guys split this our hotel. We got. Wir haben. Stück Scheiße. Scheiße. Du bist ein Stück Scheiße. Wir haben uns 2 Suiten gegönnt in diesem Hotel, Leute.
man muss auch mal, sag ich mal, wenn man immer nur am Campen ist, muss man auch mal leben. Ach, nee, wie unser Zimmer. Größer. Ja, das ist scheinbar, also eine Suite ist es dann doch nicht geworden. Perfekter Kani. Aber ganz schnell da runter jetzt, Kollege. Da spinnst du eigentlich? Du kannst froh sein, dass du überhaupt hier ins Hotel rein darfst, du kleiner Scheißhund. Hier ist das Bett. Ehrlicherweise haben die ja zwei Bademäntel hingelegt, falls ich den einen vollpisse heute Nacht. Kleiner Schrank. Akani! Hello! Hello! Hello, guys. So, actually, we had a pretty good night. We were like a little bit drunk in the evening. Und Akani hat gestern ins Zimmer gekackt bei mir und seine eigene Scheiße gegessen. Das war sau nice, weil er muss sie sich wegmachen. Digga, dein Mund stinkt wirklich nach Kacke, Alter. Die müssen wir auf jeden Fall mal putzen, die Zähne. Wir waren gerade noch was in der Stadt frühstücken. Also eigentlich nur Julia und ich. Tobi musste hier bleiben oder wollte hier bleiben. Du hättest mitkommen können, ich hab's dir gesagt, ne? Du wolltest nicht. Du wolltest schon? Hör auf, das jetzt so darzustellen, du Arschloch. Na, Junge, what the fuck? Ich hab dir Essen mitgebracht. Wir fahren jetzt heute weiter nach Dänemark. Maybe, vielleicht schon nach... Digga, also... Maybe fahren wir vielleicht schon weiter nach Hamburg. Wir müssen mal schauen. Und, ja, heute heißt es Goodbye Sweden. War auf jeden Fall sehr, sehr entspannt hier. Malmö, eine sehr schöne Stadt. Ich hab mal wieder komplett vergessen, irgendwas zu filmen. Aber gut, immer so Professional Vlogging sieht anders aus an der Stelle, ne? Ja, ich würde sagen, ich geh nochmal kurz aufs Zimmer, Tobi. Mach nochmal groß Kacker, also richtig schön, ne? Richtig schön die Schüssel voll bollen. War auch sehr sexy gerade, oder? Dann geht's gleich weiter nach Dänemark. Menge Spaß. Tschüss Schweden, wir beide geben Gas. Auf Wiedersehen Schweden, es war wunderschön. Dankeschön, meine Damen und Herren. Wir fahren jetzt weiter nach Dänemark. Das Baby schnurrt, ab dafür zum letzten Mal. Wir verlassen nun Schweden, meine Freunde, und fahren über die große Brücke von Malmö nach Kopenhagen. Es ist Zeit, dass wir... War ich überhaupt richtig? Muss ich jetzt hier... Du musst Geld bezahlen hier links. Boah, ey, das ist so eine Verarsche immer mit. Boah, Digga, 54 Euro kostet das? Ich wollte gerade einfach mal kurz lächeln. Lass mich doch mal. Lächeln? Hi, wir sind jetzt in Kopenhagen, hey. Ganz kurz. Wir haben uns... Hey! Wir haben uns kurzfristig dazu entschlossen, mal kurz Kopenhagen auszuchecken. Und Christianstadt. Wo man nicht filmen darf. Das Ding ist, man darf in der Stadt halt nicht filmen. Das ist ein komplett autonomer Bezirk innerhalb von Kopenhagen, der irgendwie geduldet ist. Wir sind auf jeden Fall hier schon in so einem sehr alternativen Viertel. Und wir gehen jetzt mal da hin, checken das aus und gucken mal, was da so los ist. Nicht wahr? Nicht wahr? Fick dich. So, da vorne, wo wir gerade hingefilmt haben, ist quasi diese Stadt. Das ist so ein altes Militärgelände, was noch mit der Stadtmauer und alten Gebäuden und noch den alten Kasernenwänden quasi umrandet ist. Und basically ist es, wie gesagt, eine komplett autonom organisierte Stadt, die größtenteils von Hippies und Künstlern bewohnt wird. Und ich würde sagen, wir steppen mal rein. Wir können drin, wie gesagt, nicht filmen, aber wir gucken uns das Ganze mal an. Vielleicht kaufen wir irgendwas Kunstmäßiges oder so. Ich hätte Bock, was für die Wohnung zu kaufen. Schauen wir mal. Jetzt haben wir erstmal Kamera aus und wir gehen rein in die verbotene Stadt. Von Christianstadt. Dieser Mann hat einen Kuchen mit 20 Zutaten bestellt. Was filmst du mich? Nee, Freunde, wir sind gerade in Kopenhagen. Besser gesagt in Malmö. Besser gesagt in Berlin-Kreuzberg. Hallo. Hallo. Loser. Loser. Digga, Loser in den Chat. Ah, you already arrived. You found me, my son. This is the bench of wisdom. Sit down and I tell you the truth. Deine Eltern haben dich nie geliebt. Deine Eltern haben dich nie geliebt. Deine Eltern haben dich nie geliebt. Ah, ich hab mich hier angehauen. Willkommen zum letzten Spot beim Vantrip, meine Freunde. Es ist unglaublich schön hier an diesem idyllischen Strand. Ja, morgen geht es dann zurück nach Deutschland. Dieser Strand ist... Das ist kein Strand. Das ist kein Strand. Ist kein Strand. Da stand Strand bei Maps. Das soll ein Strand sein da hinten, oder was? Und diese Fähre werden wir morgen nehmen, meine Freunde. Kannst du aufhören, so nah nicht ranzugehen? Wir werden uns jetzt hier noch einen lustigen LOL-Abend machen, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns morgen bei einem weiteren Part von dem letzten Vantrip-Video. Da gehen wir nämlich mit Trimax ins Gym und werden eine arschgeile Zeit mit dem haben. Ah, mit Nachkommen, versteht ihr, was ich meine? Wir sehen uns morgen.